Die Lampe wird angemacht, das bedeutet, es ist Kolumnenzeit, meine kleinen Mäuschen. Wir reden hier ja immer frei von der Leber weg über irgendwelche Themen, die uns gerade, was die Filmwelt betrifft, bewegen. Und da haben wir jetzt natürlich ganz klar ein Thema, seitdem es raus ist. J.J. Abrams directed den neuen Star-Wars-Film. Erstmal muss man natürlich fragen, muss es neue Star-Wars-Filme geben? George Lucas hat ja, also eigentlich hieß es ja immer, dass der quasi Teil 1 bis 9 geschrieben hat. Und nachdem er 1 bis 3 dann ja nach 4 bis 6 gedreht hat, also 1 bis 3 ist, wir erinnern uns, Jar Jar Binks. Mr. Jar Jar Binks. Nachdem er diese drei gemacht hat, hat er gesagt, er hätte keine Lust mehr auf 7 bis 9, also dass die nicht mehr kommen würden. Viele Star Wars-Fans haben aufgeatmet, haben gesagt, Gott sei Dank. Nun ist aber Star Wars an Disney verkauft worden, mittlerweile, dieses komplette Franchise. Disney has bought out Lucasfilm. Disney! Just bought Star Wars. Sold Star Wars to the company Disney. Und Disney hat dann kurz danach schon bekannt gegeben, ja, es wird einen siebten Teil geben. Und nachdem auch der Drehbuchautor oder einer der Mitarbeitenden am Drehbuch, nämlich, ich glaube, der heißt Michael Brand oder irgendwie sowas. Wie? Arndt. Arndt, genau, Michael Arndt. Der ja Toy Story 3 geschrieben hat. Wo ist meine Nase? Ist hier. Hier dein Arm. Es gehört Schatz, hier. Mein Schnauzbart. Was ich ja wiederum für das beste Drehbuch aller Zeiten wirklich halte. Nachdem es hieß, dass der am Drehbuch mitarbeitet, konnte man schon mal irgendwie beruhigt sein. Und jetzt ist eben die große Bombe geplatzt. J.J. Lensflair Abrams wird Star Wars directen. J.J. Abrams ist als Regisseur, hat er erst drei Filme gemacht. Nämlich Mission Impossible 3 als erstes, dann Star Trek und Super 8. Und jetzt der neue Star Trek ist auch von ihm. Super Filme alles, keine Frage. Der hat ja auch Lost quasi mitgeprägt und mit sich ausgedacht, diesen ganzen Kosmos um diese Serie. Der hat ja auch Cloverfield produziert und da war der ja auch quasi sehr, sehr ausführender Produzent. Also der trägt auch sehr eindeutig Abrams Handschrift, aber als Regisseur im Credit steht er nur bei diesen drei Filmen. Ja, und das wirft jetzt ein paar Fragen auf. Die erste Frage ist natürlich, kann der das? Ich glaube schon. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wen man da jetzt gerade nehmen sollte. Es waren natürlich auch noch ein paar andere Leute im Gespräch, wie zum Beispiel Aronofsky, der Black Swan und Pi-Regisseur, was sicher super interessant geworden wäre. Was immer wieder gerne vergessen wird, ist, Star Wars sind Kinderfilme, sind Jugendfilme. Die sind erstmal nicht für ein erwachsenes Publikum da, sondern die sollen erstmal 12-Jährige begeistern. Die 10- und 12-Jährigen in uns, aber auch die 10- und 12-Jährigen außerhalb von uns. Nämlich die echten 10- und 12-Jährigen. Ich glaube, ein Aronofsky, wenn der den Film jetzt gemacht hätte, dann wären die alle bis an ihr Lebensende traumatisiert. Und würden sich in der Schule irgendwie, würden nur noch so schwarze Bilder mit so Monstern malen und so. Ich glaube, es gibt sogar so einen Fake-Trailer. Übrigens, falls ihr unseren großartigen 50 Shades of Grey-Trailer, der weltweit für sehr großes Aufsehen sorgt, noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das jetzt tun. Aber es gibt auch so einen Fake-Trailer zu, wie Star Wars aussehen würde, wenn, ich glaube, Wes Anderson den gemacht hätte. Das würden, glaube ich, viele reizvoll finden. Ich nicht, weil ich, es liegt aber auch daran, dass ich Wes Anderson nicht leiden kann. Aber ich glaube auch, dass der Falsche dafür wäre, weil der quasi eine sehr strenge Form hat, Filme zu machen. Da ist ja immer alles in die Mitte kadriert und so. Und das würde sich bei Star Wars, glaube ich, schnell totlaufen, weil Star Wars natürlich, natürlich ein Revue der Sensationen ist. Das soll das ja auch sein, wie einen damals eben der Millennium-Falke weggeblasen hat oder die anderen Raumschiffe oder diese ganzen Sachen. Naja, also ganz abwegige Leute fordern dann noch Scorsese oder so, aber das ist halt, also ich meine, Scorsese muss uns und sich nichts mehr beweisen, der muss sich jetzt nicht nochmal das antun, irgendwie die Prügel für Star Wars sich abzuholen. Das macht jetzt der JJ und ich glaube, dass der Richtige dafür ist, weil der zum Beispiel mit Super 8 bewiesen hat, dass der perfekt dieses Spielberg-Jugendfilm-Feeling in sich hat und transportieren kann und verfilmen kann. Das ist schon die halbe Miete. Wenn er das schafft, dieses Gefühl auch auf Star Wars rüber zu retten, dann kann das der Serie nur gut tun. Natürlich gibt es Skeptiker, die sagen irgendwie so, okay, dann wird alles mit Lensflares vollgeballert. Ach.
das benutzt er sehr gerne, auch etwas übertrieben. Das wird er auch in Star Wars übertrieben benutzen, weil das schon zu seiner Handschrift irgendwie gehört. Und das ist ein bisschen albern. Ich würde ihm raten, es ganz am Anfang einzusetzen, weil jeder, der sich den Star Wars angucken wird, nur darauf wartet und sagt, wo bleiben denn die J.J. Abrams Lens Flares? Das ist so, wie Hitchcock das damals gesagt hat. Der ist ja in seinen eigenen Filmen aufgetreten und dann hat er ja gesagt, irgendwann hat er angefangen, ganz am Anfang seiner Filme aufzutreten, damit die Leute nicht den ganzen Film da sitzen und warten, wo er denn kommt und wann er denn auftaucht und so. Dann hat er einfach am Anfang schnell da seinen Auftritt gemacht und dann konnten die Leute in Ruhe den Rest des Films gucken. Und ich glaube, so ähnlich wird das Abrams bei Star Wars auch handhaben. Was gibt's noch zu sagen? Ein Star Trek-Regisseur directed Star Wars. Kann einer beides directen? Was wird mit den Fanboy-Lagern passieren? Lustigerweise gibt es ja sogar den Film Fanboys, in dem es diese ganz wunderbare Szene gibt, in der Star Wars-Fans auf Trekkies treffen. Snick, snick, come on, Bob! Attack, you cowards, that's an order! Das ist im echten Leben vielleicht zum Teil auch so. Es gibt ja diese sehr unterschiedlichen Mythologien, die scheinbar nicht zu vereinen sind. Aber ich finde das trotzdem gut. Ich finde, man muss da nicht mehr so ein Lagerdenken haben. Man kann auch irgendwie beides gut finden. Man kann auch beides cool finden. Vielleicht eines Tages, wenn jetzt Teil 7 bis 9 abgedreht sind und das Star Trek Franchise, wenn das irgendwie auch erfolgreich ist, gibt es dann vielleicht wirklich den einen Film zusammen. Das wird dann wahrscheinlich eine Enttäuschung, so wie damals Freddy vs. Jason, wo ich mich voll darauf gefreut habe. Und dann war das so der lahmste Horrorfilm seit, keine Ahnung, dem lahmsten Horrorfilm davor. Ich finde es viel interessanter, mir vorzustellen, dass das eines Tages Realität sein könnte, als jetzt zu sagen, das passt nicht zusammen. Ich finde das irgendwie geil, wenn Chewbacca und Klingonen zusammen mit Uhura auf Endor Ewoks bespaßen, sozusagen. Im Grunde genommen können alle nur gewinnen. Ich denke, dass Disney sehr vorsichtig mit diesem Franchise umgeht, überraschenderweise. Und das nicht sofort einfach volle Kanne ausschlachtet, sondern die da irgendwie schon ordentlich abliefern wollen. Um das nochmal zusammenzufassen. J.J. Abrams kann perfekt den Lucas Spielberg-Duktus bedienen, wie Goonies, wie alle anderen Filme auch. Das hat er volle Kanne drauf, das hat er mit Super 8 bewiesen. J.J. Abrams kann Science Fiction, das hat er mit Star Trek perfekt bewiesen, dass der das drauf hat, so eine Welt glaubhaft zu erzählen. Und Andreas meint, J.J. Abrams kann Mystik und er meint auch, dass Star Wars mystisch ist. Ich kann das tatsächlich nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde, die Star Wars-Filme hatten nie etwas Mystisches. Das waren Märchen, das waren Space-Opern, wo alles irgendwie to the face erzählt wurde. Aber selbst das kann Abrams. Der kann mystisch, der kann sogar mystisch to the face sein. Insofern treffen wir uns da dann irgendwie beide wieder und können das auch noch als Argument führen. Also der kann irgendwie die ganzen Sachen, die Star Wars erfordert, kann der liefern und hat er alle schon geliefert. Und wenn er jetzt das, was er in den paar Filmen, die er nur gemacht hat, irgendwie vereint und das geballt für Star Wars konzentriert, kann überhaupt gar nichts schiefgehen. Wir können alle froh sein, dass George Lucas es nicht mehr macht, weil ehrlich, also das hat der ist einfach zu alt, muss ich einfach ehrlicherweise sagen. Der hat das irgendwie nicht mehr so richtig gebacken gekriegt. Und ich blicke da in eine sehr positive Star Wars Zukunft. Es hätte keinen besseren treffen können als J.J. Abrams. Kein anderer wäre im Moment dazu in der Lage, Star Wars zu machen, außer ihm. Insofern, der Typ ist selber ein riesiger Star-Wars-Fanboy. Der wird wahrscheinlich jetzt irgendwie in seiner Bude hocken und den ganzen Tag die Wände hochgehen vor Glück. Gönnen wir es ihm und freuen wir uns auf 2015. Dann soll das nämlich kommen. 2015, ne, glaube ich. Dann sitzen wir wieder hier, dann treffen wir uns alle wieder hier und dann gucken wir mal, was das geworden ist. Oder? Also, warten wir ab, ob J.J. Abrams es schaffen wird, Jar Jar Binks plausibel wieder in die Star-Wars-Reihe einzufügen. Nachdem er ja dann quasi in den Teilen 4 bis 6 weg gewesen ist, hoffen wir, dass er es zum 7. irgendwie wieder in den Film schafft. Jar Jar, ich mögen die Magus. Wenn ihr einen anderen Film sehen wollt, den ihr vielleicht mögen könntet, hier ist die Kritik zu Gangster Squad und hier unten ist der Insider-Tipp zu Repo Man. Viel Spaß damit und ja, Glück auf. Das war übrigens meine Lieblingsszene in Clerks, ne? Wie die über die Dachdecker-Innungen auf dem Todesstern sprechen. Das war die allercoolste Idee im ganzen Film, der Dialog über die Dachdecker des Todessterns. Vielleicht greift er das auch auf, das wäre geil, wenn da die Dachdecker des Todessterns vorkämen in Star Wars 7. Ich glaube, Jar Jar ist tot, vielleicht gibt es die Beerdigung von Jar Jar Binks. Das wäre geil, wenn der 7. Teil mit der Beerdigung von Jar Jar Binks anfangen würde und alle stehen so um das Grab und noch diese zwei Locken rausgucken. Er nicht mochte die Magus, steht dann auf dem Grabstein. Dann hat er aber sofort alle Star Wars Fans auf seiner Seite, wenn er das machen würde. Das wäre geil. Ich rufe ihn direkt an.